Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Black Friday steht kurz bevor und fängt schon am Montag mit der Black Week an, bis es dann am Freitag zu Black Friday am 28. alles eskaliert und hier die besten Schnäppchen kommen werden. Wie du dich darauf vorbereiten kannst, welche Vorkehrungen du treffen kannst, um hier gewinnbringend Produkte günstig zu kaufen und wieder zu verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, das erfährst du in diesem Video. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Bleib unbedingt bis zum Schluss dabei. Ja, Freunde, wie angekündigt, möchte ich euch mal die Vorkehrungen zeigen, die ich persönlich selbst treffe, um hier bei Black Friday keine Deals zu verpassen, um hier auch die besten Schnäppchen zu bekommen, um diese gewinnbringend weiter zu verkaufen. Falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und bitte, bitte gib dem Video jetzt schon mal einen Daumen hoch. Das motiviert mich für viele weitere Videos und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Ja, beginnen möchte ich hier das Ganze direkt mal bei Amazon, denn ich selber verkaufe bei Amazon und weiß, dass man hier sehr gute Schnäppchen auch bekommen kann, vor allem jetzt zu solchen Events wie Black Friday. Und ihr seht selber, das Ganze hier fängt bei Amazon direkt schon ab dem 18. an, also quasi heute. Ich nehme das Video zwar einen Tag vorher auf, aber sagen wir mal, ab heute geht das Ganze hier los. Klickt einfach mal rein und ich möchte euch hier gleich mal einige Tools zeigen, beziehungsweise ein wichtiges Tool, womit ihr definitiv gute Preise tracken könnt, um hier direkt zuzuschlagen. Und wenn ihr mal euch das Ganze anschaut, was Amazon jetzt schon mal anbietet, natürlich ihre eigenen Produkte, die hier über 70% teilweise reduziert sind. Guckt mal, ob ihr hier definitiv günstige Produkte bekommt. Ich habe hier schon mit viele Produkte geteilt mit euch, falls du noch keine Deals von mir bekommst persönlich, denn ich kalkuliere hier, wie gesagt, Deals aus und gucke, was man gewinnbringend kaufen und verkaufen kann. Falls du dabei sein möchtest, gerne unten einen Link in der Videobeschreibung, schau dies dir an, da habe ich eine Beschreibung, wie du dich für den kostenlosen Newsletter anmelden kannst. Das Ganze über WhatsApp und Telegram direkt auf dein Handy bekommst du die Deals, so kannst du direkt abschätzen, brauche ich das nicht, möchte ich das verkaufen oder nicht. Und wie gesagt, hier kalkuliere ich schon direkt Sachen aus und ihr seht, hier sind sehr, sehr viele Deals, die hier schon teilweise drin sind. Zum Beispiel möchte ich hier mal diese JBL-Boxen zeigen. Auch sehr gute Preise teilweise, muss man natürlich schauen, ob man es verkaufen kann oder nicht, muss man für sich selbst auskalkulieren, wird derzeit bei knapp 300 Euro von Amazon angeboten. Das ganz Wichtige, was ich zeigen möchte hier bei Amazon ist, welches Tool du unbedingt nutzen solltest, ist dieses Tool Keeper. Mit Keeper arbeite ich sehr gut selber und zeige euch natürlich auch hier die Preise, wie sie sich entwickeln. Und genau das kannst du auch bei dir machen. Das ist ein kostenloses Tool für deinen Browser, das du nutzen kannst, komplett kostenlos. Und hier habe ich dazu schon mal ein Video gemacht. Schau es dir gerne an. Hier oben in der Videobeschreibung habe ich dazu ein ausführliches Video gemacht. Mit diesem Tool kannst du Preisüberwachung einstellen. Du kannst Preise überwachen, so dass du dann direkt informiert wirst. Du kannst hier verschiedene Daten auslesen und Einstellungen treffen. Du kannst natürlich direkt an eBay weitergeleitet werden, um dieses Produkt dann zu tracken, wie wird bei eBay dieses Produkt angeboten, zu welchem Preis. Und so kannst du direkt absehen, okay, kann ich das hier günstiger kaufen und bei eBay weiterverkaufen? Also ein sehr, sehr einfaches Geschäft im Grunde genommen. Und deshalb hier mein erster Tipp, Keeper unbedingt installieren und schauen. So kannst du auch direkt sehen, wie hat sich der Preis in der Vergangenheit verhalten. So, kommen wir zum nächsten direkt. Und zwar Idealo, kennt so gut wie jeder, nutzt vielleicht auch jeder, aber hier gibt es einige Sachen, die vielleicht nicht jeder sofort sieht. Und zwar kann man auch hier selbstverständlich auch Preiswecker aktivieren. Du kannst hier zum Beispiel auch den Preis zurückverfolgen, wie es in anderen Shops, zum Beispiel diese AirPods, angeboten worden sind. Ein Jahr zurück, teilweise auch noch weiter, wenn du das über die App machst. Und so siehst du, welche Preise waren gut, wo konnte man zuschlagen und wo nicht. Manchmal wird das hier auch fehlerhaft angezeigt, aber im Großen und Ganzen funktioniert das tatsächlich. Dann kannst du hier auch einen Preiswecker einstellen. Du kannst direkt prozentual das Ganze setzen oder einen Wunschpreis eintragen. Zum Beispiel bei 250 Euro soll er mich informieren, inklusive Versandkosten. Und zack,
musst du das Ganze dann angemeldet dir ja, registrieren und dann kannst du das Ganze tracken und benachrichtigt werden. So, was noch die meisten nicht wissen, ist selbstverständlich, dass man hier auch kategoriebasiert suchen kann. Also ich habe jetzt hier mal oben auf Kategorie Kopfhörer gedrückt. Jetzt haben wir hier verschiedene Kopfhörer, die hier gezeigt werden und verschiedene Preise von verschiedenen Shops. Jetzt gibt es hier einen kleinen Haken, den man setzen kann, und zwar Schnäppchen. Klickt mal da drauf und ihr seht direkt hier reduzierte, teilweise auch gekennzeichnete mit Black Friday, was zu Black Friday reduziert ist. Und schaut euch hier mal an, was gut prozentual reduziert ist. Zum Beispiel hier auch von JBL Live Kopfhörer. Zwar über 35% reduziert. Normaler Preis 124 Euro. Ihr kriegt es gerade für knapp 80 bei Saturn und Mediamarkt. Dementsprechend sollte man hier mal durchkalkulieren und rechnen, ob es sich für einen lohnt und gegebenenfalls für andere Produkte, die man schon immer haben wollte oder vielleicht auch privat kaufen möchte, hier Preiswecker einstellen, um hier das Ganze nicht zu verpassen. So, ein weiterer wichtige Seite, sage ich mal so, ist natürlich schub.de. Ja, dazu habe ich unten mal einen Link verlinkt. Da könnt ihr über den Link euch registrieren und nutzt das unbedingt, weil ihr hier richtig Cashback bekommt, vor allem wenn ihr hier bei Mediamarkt oder Otto oder anderen Marktplätzen oder Shop, Online-Shops kauft, könnt ihr hier richtig guten Cashback noch dazu bekommen. Ja, das ist quasi on top drauf, was ihr dann kauft. So, über den Link bekomme ich eine kleine Provision, damit supportet ihr mich. An dieser Stelle schon mal vielen lieben Dank, wenn ihr euch über den Link bei mir registriert. So, und genau, dann könnt ihr hier einfach mal schauen. Hier auch Schub hat hier definitiv dann eine Black Friday Aktion. So könnt ihr dann direkt schauen, okay, was wird hier zu Black Friday vielleicht noch zusätzlich an Cashback von den jeweiligen Shops angeboten. Und natürlich auch Deal-Seiten, wie zum Beispiel eins der bekanntesten MyDeals. Schaut euch da unbedingt mal die Seiten durch. Und hier haben wir schon mal solche Sets bzw. Ansammlungen an Black Friday Deals, die hier gemacht werden von den Nutzern. Und hier könnt ihr dann auch einfach mal durchscrollen und schauen, okay, was ist für mich vielleicht relevant? Was kann ich kaufen und weiterverkaufen? Dementsprechend auch hier oder auch Monster Deals. Vielleicht kennt ihr auch selber noch einige Deal-Seiten, die ihr profitabel findet. Gerne mal unten einen Link in der Videobeschreibung dazu. Würde mich natürlich freuen, falls das ein oder andere ich selbst nicht kenne oder einer von den Zuschauern. So, das Ganze zu Black Friday und wie gesagt, nicht vergessen, meine Deals, die ich an euch direkt richte, und zwar direkt per WhatsApp oder Telegram auf euer Handy. Ihr könnt das Ganze, wie gesagt, kostenlos und unverbindlich nutzen. Schaut euch in der Videobeschreibung an, wie ihr euch da registrieren und beitreten könnt. Und dementsprechend könnt ihr hier profitieren von den Deals. Ich wünsche euch schon mal vorab viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen, ein schönes Weihnachtsgeschäft. Ich werde mich sicherlich nochmal melden und freue mich, wenn ihr dabei seid und hier mitmacht. Viel Spaß und viel Erfolg. Ciao.